Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine Methode, mit der man AfD-Wahlergebnisse bei Kommunalwahlen, aber ich denke auch bei Landtagswahlen oder bei Bundestagswahlen, verdoppeln kann. Sehr einfach. Das ist kein Scherz, ihr habt richtig gehört. Ralf Jörg hatte mich auf ein Video von Eckhard Gerlach aufmerksam gemacht und ich finde seine Aktion genial. Er beklagt darin, dass die AfDler so bescheuert seien, einen Wahlkampf von gestern zu machen. Und nach dem Schauen des Videos kann ich ihm nur absolut zustimmen. Was hat er gemacht? Er oder seine Gemeinde, das war in Bayern, in Hürth, sie haben in der Nachbarschaft Informationszettel verteilt. Das klingt erstmal simpel, aber das ist genial. Warum? Die Altparteien und die Altmedien probieren, die AfD auszugrenzen, sie von den Bürgern fernzuhalten und ihnen vor allen Dingen einen Bäh-Aufkleber zu geben, sodass die Leute sich mit der AfD überhaupt nicht befassen wollen und dass immer dann, wenn irgendwo AfD draufsteht oder irgendwas mit AfD gelabelt ist, die Leute sich möglichst abwenden. Es ist eine perfide, teuflische Strategie. Und sie funktioniert. In Hamburg ist das AfD-Ergebnis bei 5,3% stagniert. Die AfD konnte keine Wahlkampfveranstaltung machen, keine öffentliche. Und die Antifa sorgt dafür, dass AfD-Stände blockiert werden, dass die Leute sich nicht an den Stand herantrauen. Diese Methode hat Erfolg. Die AfD ist bei Infratest DIMAP bei der Sonntagsfrage auf 12% abgestürzt. Das heißt, dieses Gerede davon, die Medien würden die AfD stark machen, ich habe es schon immer angezweifelt, es stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Medien schwächen die AfD massiv. Wenn es die Medien nicht gäbe, sie diese Propaganda nicht machen würden, dann hätte die AfD logischerweise mit der Politik, mit einer vernünftigen Politik 40% oder mehr. Mit diesen Zetteln, die man verteilen kann, er hat da auch fertige Ausdrucke, auf diesen Zettel steht nicht AfD drauf, sondern es werden einfach Informationen weitergegeben. Informationen, die die Medien und die Altparteien möglichst verschweigen wollen. Ein gutes Beispiel wäre für mich zum Beispiel die Hockeyschlägerkurve, dass sie gefälscht ist. Das war in den USA eine größere Sache, hier wurde es komplett verschwiegen. Die Hockeyschlägerkurve stellt diese gesamte IPCC-Klimahysterie in Frage. Wenn da die Glaubwürdigkeit der Altmedien und Altparteien angekratzt ist, dann werden die Leute auch noch mehr hinterfragen. Oder man kann auch Dinge in Erinnerung rufen. Den Migrationspakt, wie die Altparteien ihn probiert haben, durch den Bundestag heimlich durchzuwinken. Wie sie ihn selber gemacht haben, also wie sie selber ihn verfasst haben und unbedingt die Migration, die unkontrollierte Migration nach Deutschland forcieren wollen. Die Herzlag-Lüge von Chemnitz, all das muss man wieder pushen. Die Altmedien und die Altparteien wollen es möglichst beiseite kehren, diese unangenehmen Dinge. Und die meisten unangenehmen Dinge, wir kennen sie ja gar nicht, weil die Medien nicht darüber berichten. Aber ein paar Dinge kennen wir. Die AfD kommt im Fernsehen nicht an die Bürger heran oder sie wird dann gleich gelabelt, unterbrochen. Wir kennen ja die Talkshows, wir wissen ja, wie es läuft. Aber wenn man einfach Zettel verteilt, wo Informationen drauf sind, wo AfD gar nicht groß draufsteht, Eckhard Gerlach sagt immer, die Leute kommen dann schon von allein auf die Idee, die AfD zu wählen. Und das ist auch logisch. Meiner Meinung nach kann man natürlich auch mal AfD draufschreiben. Aber es sollte, denke ich, nicht so das Logo fett sein, wie so bei so einer Wahlkampfbroschüre, sondern es sollte um Information gehen, dass man die Leute aufklären will. Es geht ja auch nicht darum, wir sind ja keine Bundestagsabgeordnete, die ihr Mandat verteidigen wollen. Uns geht es ja um die Sache. Und das sollen diese Zettel auch ausdrücken. Wenn die Leute diese Informationen bekommen, dann werden sie ganz von allein AfD wählen. Ich denke, das ist wirklich, diese Aktion ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Weil die Medien und die Altparteien, die Antifa, versperren gezielt alle Wege. Aber das können sie nicht verhindern. Sie können nicht verhindern, dass wir rumlaufen und Informationen in die Briefkästen werfen. Dass die Information endlich ankommt. Eike, das ist dieser Zusammenschluss von Klimawissenschaftlern, wird ja komplett totgeschwiegen. Sie haben einfach in den Medien keinen Platz, weil die Medien es verschweigen. Aber mit den Zetteln, dann können sie es nicht verhindern, dass wir durchkommen. Und wenn jeder von uns ein paar Zettel ausdruckt und sie verteilt, dann kommen wir durch. Jetzt, wo das Coronavirus ganz groß das Leben lahmlegt, haben die Leute auch mehr Zeit nachzudenken. Das heißt, jetzt ist meiner Meinung nach die perfekte Zeit. Und es braucht natürlich auch ein bisschen, bis die Leute sich informieren und ihre Meinung festigen. Das ist ja ein Prozess.
Jetzt haben wir ein Jahr bis zur nächsten Wahl, aber der Wahlkampf sollte sofort anfangen. Und ich denke, wir sollten alle unbedingt, Eckhard Gerlach hat ja schon fertige Ausdrucke, aber wir können natürlich auch selber gute Flyer erstellen. Wichtig ist natürlich die Qualität der Flyer. Es dürfen keine dummen Plattenflyer sein mit blöden Beschimpfungen. Das bringt nichts. Das ist kein negatives Framing. Framing tut immer weh, wenn man Schwachstellen aufzeigt. Und vor allem, wenn man aufzeigt, dass wir in der Lage sind, diese Schwachstellen aufzuzeigen. Das ist auch noch ein Punkt. Viele Leute sind Mitläufer und sie rennen dem Stärkeren hinterher. Das heißt, für dich spielt gar nicht die Wahrheit eine Rolle, sondern es geht überhaupt darum, ob wir in der Lage sind, die anderen negativ zu framen. Und mit diesen Zetteln, die wir in der Nachbarschaft verteilen, und das können ja die Medien und Altparteien nicht verhindern, dann stellen wir die anderen bloß. Damit blamieren wir sie. Das demonstriert Stärke. Und das motiviert auch die Mitläufer, AfD zu wählen, weil sie sehen, wir haben die Macht, sie bloßzustellen. Wir können Zettel in der Nachbarschaft verteilen. Wir können die Informationen an Mann bringen. Die anderen können es nicht verhindern mit ihrer Hetze. Wenn jeder AfDler in seinem Ort das macht und Informationen verteilt, auch auf YouTube aufmerksam macht, auf Bundestagsreden, man kann auf alles aufmerken, man muss auf alles, all das aufmerksam machen, was die Altparteien, die Altmedien verschweigen, dann bin ich mir sehr sicher, man kann ganz viel erreichen. Ganz simpel und jeder kann sofort, es ist unkompliziert, jeder kann einfach von sich aus auch selber Flyer erstellen oder einfach welche ausdrucken und verteilen bei irgendeinem Spaziergang. Eckhard Gerlach hat das schon perfekt vorgemacht. Er hat eine Website aufgestellt, wo man die ganzen Sachen runterladen kann. Ich werde es verlinken. Natürlich werde ich auch sein Video verlinken. Ich werde jetzt die nächsten 2 Tage nicht da sein. Ich fahre jetzt direkt los zum Skifahren. Und ich werde auf die Kommentare von diesem Video und auch vom letzten Video erst wieder am Montag reagieren können. Also wundert euch nicht, wenn jetzt kein Kommentar von mir kommt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe oder was es sonst noch für interessante Wahlkampftricks gibt. Macht's gut.